wissen beide, dass das gerade so eigentlich das finale Gespräch war. Hast du denn jetzt beschlossen zu gehen? Ja. Das kotzt mich an. Jetzt bin ich wütend. Silvi, hier, ich bin wütend. Nicht mal die Princess. Hallo Freundinnen des guten Geschmacks, ich bin Silvi und heute ist schon wieder Donnerstag. Das heißt, wir analysieren Princess Charming Folge Nummer 8 schon. Ja, man denkt so jedes Mal, es kann eigentlich nicht wilder werden und dann guckt man die nächste Folge. Ja, und ich muss sagen, auch heute werden wir diesbezüglich nicht enttäuscht werden. Promise. Ja, und weil es jedes Mal so schön ist, Leute, gucken wir doch, wer noch dabei ist. Intro ab, bitte. Marleen. Christine. Hank. Laura. Silvi. Maike. Katharina. Sarah. Maria. Ja, es sind nicht mal so viele drin und ich bin wirklich die Einzige, die noch nie ein Date hatte. Ich war noch nie beim Date dabei. Ist natürlich nur ein Joke, Leute. Wir sind natürlich bei jedem Date dabei. Und ich mache mir auch immer einen Spaß draus, wenn Leute schreiben mir, deine Chancen, Silvi, werden immer besser. Jede Folge steigen die. Es war auch jemand ganz enttäuscht an den Kommentaren das letzte Mal, dass ich geschrieben habe, ich würde bei so einem Format einfach nie mitmachen. Das einzige Reality-TV-Format, bei dem ich gerne mitmachen wollen würde, wäre The Circle. Ich weiß nicht, ob ihr das Format kennt. Ich habe es jetzt einmal laut ausgesprochen für die Öffentlichkeit. Das wäre wirklich das Einzige. Oder für einen guten Zweck irgendwo. Wenn ich so beschlossen hätte, nee, danach ziehe ich mich zurück. Dann vielleicht. Aber ansonsten, The Circle ist das Einzige. Weil da hat man nämlich seinen eigenen Space. Man wird zwar auch die ganze Zeit gefilmt, aber es ist anders, finde ich. Also in meiner Vorstellung ist anders. It's a game. Call me, beat me. Ansonsten sitze ich lieber hier mit euch und gucke mir das an. Von außen. Ist natürlich auch einfacher. Wir haben auf alle Fälle die einfachere Position. Und ich will euch gar nicht so lange auf die Folter spannen. Wenn ihr die ganze Folge gucken wollt, dann könnt ihr das gerne bei RTL Plus tun. Der Link ist in der Infobox, wie immer. Boah, und ich weiß nicht so richtig, wie wir heute hier rausgehen werden. Ne? Aber let's go in. Macht euch an. Schnallt euch an. Du hast ja auch geduscht. Genau. Ja, in der Villa wird tatsächlich sich abgedatet, wer denn jetzt alles wirklich mit Lea geknutscht hat. Also da wird ganz offen alles geteilt, was ich ehrlich gesagt schön finde. Und wer auch geknutscht hat, war ja Christine. Also sie hat gefragt, wie ich das finde. Und meinte ich halt so, ich habe damit kein Problem. Dann meinte sie ja, ob das jemandem stören würde. Und ich kriege das Gefühl irgendwie nicht los, dass innerhalb der Villa auf alle Fälle eine große, na, ich möchte es fast Anti-Haltung gegenüber Lea herrscht. Also dass man die Sachen auch gerne so erzählt, dass Lea in so nicht so positiv auf alle Fälle interpretiert wird. Das ist zumindest meine Auffassung, aber guckt selbst. Also so dummerweise, so, ich glaube nicht, ne? Weil wir sind ja alle schon ziemlich offen so. Ja, das ist auch okay so. Es wirkt für mich halt so, als würde man so sagen, Lea ist halt nicht offen. Hands down. Das Konzept ist scheiße. We all got it. Ich hoffe, dass das jetzt auch endlich angekommen ist, so nach dieser Staffel. Es ist einfach auch ein weirdes, beklemmendes Gefühl für mich immer wieder, wenn Princess, Bachelorette, Bachelor, egal wer, Prince, immer wieder quasi mit ganz vielen dann nacheinander was hat. Aber die Leute in der Villa das dann nicht dürfen. Das ist einfach ein Ungleichgewicht, ne, was irgendwie Machtverhältnisse schafft. Aber auf der anderen Seite wird es halt hier einfach auch gar nicht akzeptiert, das Konzept. Kann ich auch verstehen. Aber trotzdem wird individuellerweise das Ganze auf Lea gestülpt. Und das stört mich mittlerweile schon ein bisschen. Dann war sie so, ach so, denkst du nicht, jemand achtet darauf? Und dann war ich so, ja, wir können auch gerne woanders hingehen. Allein der Blick halt jetzt schon, ne? Also ich will da nicht zu viel rein interpretieren, aber es wirkt für mich so, als würde man schon so einfach abgefuckt sein. So. Und das tut mir einfach leid. Auch wenn die Position einer Princess nicht die ist, die wir uns wünschen, weil wir eigentlich uns wünschen würden, dass alle auf einer Ebene ist, kann sie in dem Fall nicht zu ihrer Position. Und auch eine Princess oder eine Lea in dem Fall hat Nachteile von dieser Position, wie man hier sieht. Ich finde es schwierig, das jetzt so gegen sie zu verwenden, egal welche persönlichen Einstellungen man zu Lea hat, also egal, ob man sie jetzt sympathisch findet oder nicht. Die Leute, die in der Villa sind, sollten doch eigentlich ein positives Feeling ihr gegenüber haben. Ansonsten ist ja auch immer die Wahl, die Villa zu verlassen, da. Und hier sehe ich einen Blickaustausch mit, hier ist wahrscheinlich hier Marleen gegenüber von Maike. Und dieses, denkst du nicht, es achtet jemand da drauf? Es wird jemand drauf achten, weil ich bin die Princess. Also es wird ja so ausgelegt. Gucken wir jetzt einfach nochmal rein in die Szene, weil ich persönlich habe sie anders interpretiert. Wenn ich dir jetzt näher kommen würde, hier mitten auf der Tanzfläche, ja, würde das niemanden stören. Wir können es ja mal ausprobieren. Kannst du auch woanders ausprobieren. Ich finde nicht, dass sie in irgendeiner Form so wirkt, als würde sie sagen wollen, also ich bin die Princess und da hätte jetzt jemand ein Problem damit deswegen. Ich glaube einfach, dass sie den Respekt von jemand anderem erwarten würde. Und weil sie das eben erwartet, setzt sie das auch voraus bei ihrem eigenen Verhalten. So kam das bei mir an. Ich fand, das war eigentlich rücksichtsvoll. Aber
I don't know. Es ist eine schwierige Situation, ne? Also kommen wir nicht drum rum, aber ich habe schon das Gefühl, dass da ein gewisser Vibe herrscht. Und wie ihr wisst, ich war am Anfang jetzt nicht der allergrößte Lea-Fan, aber es ist mittlerweile echt schon mies. Ich bin nicht so redebedürftig. Und ich kann mir auch ein bisschen vorstellen, dass Sarah das zum Beispiel total spürt. Also es kommt mir zumindest so vor. Und ich möchte an dieser Stelle auch hier nochmal erwähnen, ich mache das in jeder Folge eigentlich, aber man kann es nie oft genug sagen. All das, was wir hier sehen, hat ganz viel auch mit uns zu tun, aber auch mit dem, wie wir Dinge einfach subjektiv wahrnehmen. Ja, wir kriegen nicht alles mit und es muss nicht die Wahrheit sein. Es ist einfach von uns selber eine Einschätzung. Und mir ist es auch wichtig, alle Seiten zu betrachten, aber auch mir geht mal was durch die Lappen. So ist das halt einfach, weil wir sind alle nur Menschen. Deswegen, egal was wir vermuten, egal was das in uns berührt, ist ja alles seine Berechtigung, aber bleibt respektvoll gegenüber den teilnehmenden Personen, weil die haben wirklich eigentlich die schwerste Position von allen. Ja, und ich meine, wir können daraus ja auch super viel lernen, ne? Für uns selber. Ich merke ja auch so ein bisschen, wie ich über sie denke. Aber wie denkt Maike denn über sie? Ich sehe da keine Zukunft für eine Beziehung. Ich glaube nicht so positiv, ehrlich gesagt, weil der Blick auch vorhin hat mir das auch suggeriert, dass da auf alle Fälle gerade eine Anti-Haltung ist und das war auch in der letzten Folge schon zu spüren, wie ich finde. Da merke ich einfach dran, dass das keine Person ist, mit der ich eine Beziehung führen kann. Ich weiß natürlich nicht, ob da irgendwas nicht reingeschnitten wurde, was passiert ist, dass diesen Switch verursacht hat. Aber für mich hat es schon sehr plötzlich gewirkt und ich weiß auch nicht, irgendwie macht mir das kein gutes Gefühl, Leute. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Folge heute ernst wird. Und heute macht mich das sogar schon fast ein bisschen sauer. Aber warum? Warum sauer? In der letzten Folge kam es mir so vor, als hätte Maike sich schon Gedanken über dieses Beziehungskonzept-Ding gemacht, als sie in der Villa war, als die anderen auf dem Gruppendate waren. Hat sie mit Hang geredet. Ich muss halt auch auf jeden Fall noch besprechen mit ihr bezüglich der Monogamie. Ich möchte auf keinen Fall eine monogame Beziehung führen. Und dann kam Sarah zur Gruppe mit Mariam und Hang und meinte, können wir mal den Fokus eher auf die Princess legen? Und das war dann zu viel. Können wir irgendwie ein bisschen gerade mal versuchen, so ein bisschen alle zusammen die Aufmerksamkeit komplett auf eine Person zu lenken? Ja. Keine Zweiergespräche mehr? Ich finde es sehr schwierig, Leute. Sorry, aber ich finde es auch ein bisschen übertrieben. Und ab dem Zeitpunkt hat sich die Lage zugespitzt. So. Obwohl Lea eigentlich gar nicht integriert war in diese Kommunikation. Ich weiß nicht, vielleicht wurde auch was rausgeschnitten, aber das, was wir gesehen haben, ist das. Und dann war auf einmal Tommys Ausstieg der Grund, weil Tommy Poly leben will, dass Maike das nicht mehr kann so. Also, dass sie irgendwie das Beziehungskonzept nochmal bereden möchte. So. Und jetzt auf einmal findet sie alles ganz schwierig. Hä? Finde ich ganz schwierig. Ja, ich hoffe, ich kriege heute die Zeit, mit dir zu sprechen. Ich glaube, man muss sich mal fragen, findet man wirklich Lea schwierig? In einem problematischen Sinne, was ich auch schon gehört habe? Oder findet man das Konzept schwierig und stülpt das einfach massivst über Lea, weil man vielleicht keine Sympathie für sie hat? Just saying. Wünsche es dir auch auf jeden Fall. War ja auch gestern einfach so dahin gedroppt. Und ich finde, Sarah ist eine der wenigen in der Villa, die auch voll beide Seiten Empathie hat. Ne? Die sagt so, ich verstehe dich, aber das war auch gestern schon ein bisschen dahin gedroppt. Da kann ich verstehen, dass Lea vielleicht auch nochmal Redebedarf haben könnte. Hoffentlich. Lassen wir es einfach sein oder vielleicht können wir Freunde sein. Ja, und Sarah gibt auch schon die Hints drauf, so lass es doch besser jetzt bleiben, oder? Also ich würde auch sagen, Licht im Schacht. Können wir das Ding mal zumachen, weil es macht, finde ich, auch als zuschauende Person einfach keinen Spaß. Scheiße. Oh, scheiße, da gibt es direkt einen Zusammenbruch. Sarah ist gestolpert, die arme Maus. Da bin ich auch froh, dass direkt eine helfende Hand von der Produktion angeboten wird. Bar is on the floor, huh? Ja, jetzt hatte Sarah einen kleinen Verband. Ich habe es auch ehrlich gesagt reingeschnitten, nur damit ihr nicht denkt, was hat die jetzt auf einmal für einen Verband? Und Sarah einfach nur... Schaumaske on. Ja, es gibt einen Brief, Leute. Liebe Maike. Oh! Wie unerwartet. Ich habe viel über deine Worte von gestern nachgedacht. Ich auch. Und würde mich freuen, wenn wir nochmal darüber in meiner Villa reden könnten. Das klingt doch nach einem erwachsenen Plan. Wow. Laura klatscht erstmal und merkt so, scheiße, keiner klatscht mit. Ja, falsches Timing, ne? Ich hätte auch geklatscht. Ist doch nice, dass sie jetzt reden, oder? Sorry, Leute. Warum denn sorry? Du musst dich nicht entschuldigen. Maike, das ist doch genau, was du wolltest. Ja, Sarah, richtig. Ist aber schön hier. Ja. Na, kommen wir jetzt zum Talk. Ich habe nicht so ganz ruhig schlafen können nach der Situation gestern. Ja. Verständlich. Du hast mich da ziemlich kalt erwischt, muss ich sagen. Mhm. Ich habe mich auch so ein bisschen gefühlt, als hättest du mich auflaufen lassen wollen. Ich weiß nicht, ob sie es wollte, aber sie hat es halt schon kind of gemacht. Ne? Was ich super, super schade fand und was mich auch echt ziemlich verletzt hat. Ja,
super kommuniziert. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass nach unseren zwei wirklich schönen Momenten und ja auch eigentlich dazwischen in meiner Wahrnehmung eigentlich nichts Negatives vorgefallen ist, ja, sich deine Einstellung da dann doch so schnell und so abrupt um 180 Grad wieder dreht. Und der Satz widerlegt so ein bisschen diese Vermutung, die manche in die Kommentare geschrieben hatten oder die ich auch hatte. Vielleicht hat Lea irgendwie was gesagt, was wir nicht gesehen haben. Vielleicht war es auch so, aber auf alle Fälle sagt sie jetzt, dass sie selber überrascht war, wie sich das Ganze um 180 Grad so schnell drehen konnte, also in die entgegengesetzte Richtung. Was war da gestern los? Ja, da bin ich doch jetzt auch mal gespannt. Ich glaube, so dieses, ja, jemanden zu, ich sag jetzt einfach mal, verbieten, da darf keine Connection sein, da darf man nicht irgendwie auf eine Connection eingehen. Also Maike fühlt sich in ihrer Freiheit beschnitten. Eigentlich gab es das Thema ja schon mit Melissa, also Maike und Melissa haben ja gekuschelt und sich so kind of angenähert und dann hieß es, nee, das wäre ja nur Spaß gewesen und hätte ja überhaupt nichts zu bedeuten gehabt und das kann man jetzt auch mal lassen. Ja, eigentlich war das Thema quasi zumindest für da, und das ist ja ein paar Tage her, geklärt. Und ich finde es spannend, dass Maike das Wording verbieten und dann diese Anführungszeichen nutzt. Es zeigt halt, dass Maike auf alle Fälle das sehr freiheitsbeschneidend findet, was da passiert. Also, dass sie das nicht möchte, dass Connections verboten werden. Ich glaube nicht tatsächlich, dass es hier um ein Verbot geht, denn ich denke nicht, dass man das verbieten kann, mit jemandem Connections zu haben. Connections sind da und dem Ganzen kann nachgegangen werden. Ich glaube aber, dass in Beziehungen man natürlich auch sagen darf, ey, das verunsichert mich so oder das macht mich eifersüchtig und dass man dann darüber redet. Wenn man von Anfang an sagt, dass sich das für ein Verbot anfühlt, dann gibt man natürlich dem Ganzen keine Chance, überhaupt gesehen zu werden, ne? Weil es wird auch in poly- und offenen Beziehungen passieren, dass man nicht einfach Buddha höchstpersönlich ist, der, wahrscheinlich war der es auch nicht mal, aber wisst ihr, was ich meine, dass man so einfach Zen ist und dass nichts einen selbst bewegt. Alle Menschen sind am Ende des Tages menschlich und wir haben ja auch alle Emotionen. Das heißt, selbst Leute, die poly sind oder eine offene Beziehung haben, werden vielleicht das ein oder andere Mal Eifersucht verspüren oder sagen, das hier verunsichert mich und da muss man gucken, wie man damit umgeht. Und das fühlt sich aber für Maike wie ein Verbot an. Wahrscheinlich, weil die auch nicht so viel Zeit haben, da zu kommunizieren. Und ich habe auch die Vermutung, dass Maike das generell schnell als Freiheitsbeschneidung wahrnimmt, wenn zum Beispiel Eifersucht entsteht. Und hier haben wir natürlich auch nochmal das besondere Szenario, dass es ja ein Ungleichgewicht ist. Also, dass die Princess das sowieso darf. Also niemand hat bisher irgendwie so gesagt, das stört mich, dass du mit jemand anderem rummachst. So. Das wäre nämlich auch mal spannend, weil im Endeffekt dürfte das ja auch die andere Seite. Es hat nichts mit Verbot zu tun. Die Regeln werden ja quasi eher so gemacht und vorgegeben von dem Konzept. Aber Lea kann ja trotzdem einfach sagen, wie sie sich fühlt. Aber die andere Seite hat ja theoretisch schon auch die Möglichkeit zu sagen, dass sie sich so fühlt oder das nicht möchte. So, und dann kann man entscheiden, ob man das so handhaben möchte oder nicht. Und natürlich ist es aber ein Machtgefälle im Sinne von, die Princess kann natürlich die Leute rausschmeißen. Aber das Ganze wird ja auch ausgestrahlt. Das heißt, wenn jemand auf der anderen Seite sagen würde, ich finde das ehrlich gesagt auch nicht so cool, dass du hier mit jedem rummachst, weil ich möchte auch eine monogame Beziehung und ich meine, du willst die ja auch, können wir da uns auf irgendwas einigen, dann käme ja auch die Princess Lea in einer Handlungssituation. Sie müsste dann eine Handlung vornehmen oder reagieren darauf und mich würde mal interessieren, was dann passieren würde, weil im Endeffekt wäre es ja nur fair. Aber das, was halt jetzt passiert ist, dass man, glaube ich, so das Konzept, wie es ist und vielleicht auch die Angst davor zu fliegen aus diesem Format, wenn man sich nicht dem Ganzen so anpasst, wie das so in den letzten Jahren gehandhabt wurde, dass man dann so blockt und sagt, das geht nicht. So, aber es gäbe ja auch eine andere Kompromisslösung. Maike will ja sowieso was ganz anderes. Maike will ja eine offene Beziehung. Das hat mir schon alles so ein bisschen zu denken gegeben, weil ich keine monogame Beziehung mehr eingehen möchte. Das ist kein Konzept, in dem ich langfristig glücklich sein kann. Ich finde es schön, dass Maike das jetzt endlich wirklich auf den Tisch bringt, dass sie jetzt sagt, sie kann keine monogame Beziehung führen. Lea hat jetzt quasi offen alles dargelegt. So, ich finde es tatsächlich ein bisschen spät, so dass damit jetzt zu kommen, vor allem in der letzten Folge, das so zu sagen in der Entscheidung, obwohl man vorher das quasi schon eigentlich wusste. So. Aber ich glaube, dass auch wir in Bezug auf Beziehungskonzepte vielleicht nochmal ein bisschen länger sprechen müssen. Das Komischste finde ich, dass es so an
Tommy festgemacht wurde am Ende. Und das sagt sie jetzt auch noch mal. Als Tommy dann gehen musste und ich deine Begründung gehört habe, da ging so viel in meinem Kopf vor. Wir gucken noch mal rein, was für Worte das waren. Deine Offenheit bezüglich des Themas Polyamorie hat mich aber noch mal zum Nachdenken gebracht. Lea hat in der ersten Folge gesagt, dass sie eine monogame Beziehung möchte, aber dass sie durchaus jetzt nicht ganz strikt ist. Das heißt, dass wenn man darüber redet und sich das so entwickelt, sie auch durchaus dafür offen ist, das individuell zu gestalten, sie aber eine monogame Beziehung möchte. Das heißt, wenn man in einer monogamen Beziehung vielleicht individuelle Regeln hat, heißt das noch lange nicht, dass es eine offene Beziehung ist. Ich glaube, viele werfen die Begrifflichkeiten durcheinander, weil Poly ist nicht gleich offen. Und ich habe das Gefühl, dass hier alles kreuz und quer geschossen wird. Und ich habe mich selber da auch erstmal rantasten müssen. Aber eine offene Beziehung ist, wenn zwei Personen zusammen sind und man das öffnet auf körperlicher Ebene oder dass man vorher aber auch abspricht, was so die Grenzen sind, die individuell sein können. So, das muss man einfach innerhalb der Beziehung besprechen, damit ein Sicherheitsgefühl entsteht. Auch in einer Polybeziehung ist eine Sache ganz wichtig, dass man sich sicher fühlt in einer Beziehung. Und eine Polybeziehung ist mit mehreren Personen gleichzeitig Beziehungen führen, was wieder was anderes ist. Und Lea hat ja eben gesagt, dass sie keine Polybeziehung möchte, aber dass sie sich durchaus vorstellen kann, in einer monogamen Beziehung individuelle Regelungen zu finden. Warum ist diese Beziehung dann nicht offen? Weil sie eigentlich in einem monogamen Rahmen ist und dass man vielleicht Regelungen trifft, wie zum Beispiel, die eine Person hat dieses Bedürfnis im Bett, das kann die andere Person der Person nicht geben. Okay, dann ist es für mich in Ordnung, wenn du eine andere Person findest, mit der du das machen kannst. Zweimal. Oder keine Ahnung, was man sich da ausdenkt. Aber das ist ja was anderes, als mit mehreren Personen eine Beziehung zu führen. Tommy hat aber Lea gesagt, dass they Poly-Beziehung führen will. Maike redet aber von offenen. Das ist ein Unterschied. Polyamorie in dem Sinne sehe ich für mich nicht. Ich habe aber auch von vornherein hier gesagt, ich bleibe offen für Öffnungen, wenn diese der Beziehung gut tun. Ja. Richtig, das hat sie von Anfang an gesagt. Und wenn diese dem Wachstum gut tun. Aber ich finde schon, dass eine Vertrauensbasis erstmal da sein sollte, bevor diese Themen stattfinden. Vor allem, weil Lea ja auch von Anfang an kommuniziert hat, dass sie Verletzungen hatte durch ihre letzte Beziehung, die offen war. Also, dass genau das ihr Wunderpunkt ist. Ich tue mich noch so ein bisschen schwer, rauszufinden, ob ich das kann, erst monogam zu sein und dann die Beziehung zu öffnen. Und das finde ich spannend, weil sie ist ja hier in dem Sinne monogam. Also, kann sie monogam daten in dem Format, aber wenn es dann zu einer Beziehung kommt, nicht mehr. Das tatsächlich fällt mir schwer nachzuvollziehen. Also da habe ich einfach Schwierigkeiten, mich reinzuversetzen, weil warum? Also wieso kann man dann in dem Format Rücksicht auf die Person nehmen, aber außerhalb dann nicht mehr? Das hat für mich ein Geschmäckle und es tut mir total leid, dass ich das sage, weil ich mag Maike. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass hier auf alle Fälle ganz dolle Angst vor Commitment da ist, weil auch in einer offenen oder in einer Polybeziehung muss man natürlich erstmal Sicherheit kreieren. Und vielleicht ist Lea dann einfach die falsche Person für Maike. Ne? Also es gibt ja auch Personen, die super safe einfach in dem Sinn und sagen, ich habe einfach nicht so doll Eifersucht, aber auch da kann es halt vorkommen, dass es aufkommt. Und ich finde, da muss man auch drüber reden dürfen. So. Ich weiß auch nicht, was hier rausgeschnitten wurde oder wie auch immer, woher dieser Sinneswandel kam. Ich finde nur, dass der halt sehr plötzlich einfach kam. Das habe ich schon mal gesagt. Ne? Jetzt gerade ist mein Bedürfnis einfach, dass ich frei bin, das zu machen, was ich in bestimmten Momenten machen möchte. Das ist auch voll in Ordnung. Nur dann weiß ich nicht, ob das passt, ne? Einfach in jedem Moment zu handeln, wie man will, kann man machen. Das hat Maike jetzt auch gesagt, dass sie das eigentlich möchte, dass das ihr Bedürfnis ist. Aber eine Beziehung zu führen oder aufzubauen, indem man so gar keine Rücksicht aufeinander nimmt, was das betrifft, ja, sehe ich tatsächlich in dem Fall jetzt auf alle Fälle schwarz. Aber ich glaube, es geht mir einfach so ein bisschen darum, dass ich dir kommuniziere, hey, in der Zukunft sind meine Bedürfnisse andere, als sie jetzt gerade hier sind. Ja, das finde ich jetzt gut, dass Maike das macht. Aber auf der anderen Seite, boah, für Lea ist das jetzt ein Brett, ne? Und Lea, es sieht so traurig und verletzt aus. Puh. Ihr müsst euch vorstellen, es ist genau ihr Thema, ne? Es ist genau das, was sie, glaube ich, auch dann schon in der letzten Beziehung so erlebt hat. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja. Was denkst du? Viel. Du bist gerade sauer aus. Ich bin gar nicht sauer. Okay. Ich bin bewegt. Ich finde auch nicht, dass sie sauer aussieht. I'm really, really sorry. Uff. Ich glaube, es gehört auch einfach dazu, dass wir unsere Bedürfnisse kommunizieren. Absolut. Boah, mir bricht es das Herz, ne, wenn ich Lea so sehe. Ich finde,
das sehr, sehr gut, dass Maike das jetzt gesagt hat. Für meinen Geschmack war es ein Mühe zu spät, aber ich bin froh, dass sie es getan hat. Ich bin froh, dass Lea jetzt Klarheit hat, auch wenn das super schmerzhaft jetzt ist. Es ist halt genau das, ne? Sie hat sich quasi ja eh am Anfang so schwer getan, sich da wieder zu öffnen, weil sie, glaube ich, auch super große Zweifel hatte. Dann hat sie sich geöffnet und hat es zugelassen. Und ich meine, da kamen ja auch viele Dinge, die ihr, glaube ich, auch Sicherheit gegeben haben von Maike. Mit, ich vermisse dich schon jetzt. Oder, ey, ich würde dich jetzt gern küssen. Und auch dieses körperliche Nahsein, ne? Und ich habe das Gefühl, dass das halt jetzt richtig reinhaut. Deswegen tut es mir einfach unfassbar leid für Lea gerade. Weil letztes Jahr wusstest du nicht, was in meinem Kopf passiert. Und das hat dich verletzt. Und das will ich nicht nochmal machen. Ich bin sehr ernst. Ja, das ist jetzt leider, glaube ich, schon ein bisschen zu spät. Ich glaube, verletzt wurde Lea jetzt trotzdem. Aber ich bin froh, dass sie jetzt auf alle Fälle Klarheit hat und weiß, wie Maike eine Beziehung führen will. Das ist das Allerwichtigste. Meiner Meinung nach ist das, finde ich, schon ein Talk fürs erste Date, wenn man eine ernsthafte Beziehung führen will. Just saying. Ja. Wie gesagt, man kann im Verlauf auch über alles dann irgendwie sprechen. Ich möchte einfach mit Leichtigkeit nochmal schauen, hat das noch eine Chance oder nicht? Und ich glaube halt, das ist jetzt die falsche Abbiegung. Weil wenn Beziehungskonzepte nicht zusammenpassen, und obviously, das tun sie nicht. Also ja, Lea ist vielleicht offen dafür, das irgendwann mal an irgendeiner Ecke zu öffnen. Aber sie braucht Sicherheit. So, das haben wir auch gesehen. So, sie braucht diese Sicherheit total. Das ist zumindest mein Take. Da sind ja ganz viele Verletzungen. Und ich mag gerade daran zweifeln, dass Maike dafür die richtige Person ist, weil sie einfach nicht dafür bereit ist. Und das hat sie gerade ganz klar kommuniziert, dass sie das eigentlich nicht möchte. Und dass sie auch damit struggelt, dass sie quasi in der Beziehung am Anfang monogam sein kann, da zweifelt sie dran. Und jetzt quasi was aufzubauen und Gefühle zu intensivieren, nur damit man mal was fühlt und damit man weiß, es ist so eine Sehnsucht da, weil eigentlich geht's ja nicht, das verstärkt das Ganze ja. Ne? Also man macht sich da, finde ich, ein bisschen selber was vor. So, man möchte das jetzt einfach nur nochmal spüren, nochmal leben, aber eigentlich weiß man ganz genau, glaube ich, das wird am Ende zu ganz doll viel Verletzungen führen, weil wenn die Basis nicht stimmt, also da geht's ja um Werte, wenn Werte nicht übereinstimmen, dann kann man noch so eine Chemie und eine Anziehung verspüren, dann kann man keine sichere Beziehung aufbauen. Das ist mein Take. Danke für das Gespräch. Ich würde da jetzt nochmal drüber nachdenken. Darf ich dich nochmal in den Arm nehmen? Ja. So, und jetzt bin ich total fasziniert davon, wie Maike das wahrnimmt und wie Lea das wahrnimmt. Das Gespräch war auf jeden Fall das Vorspiel vom Ende. Und jetzt kommen wir zur Granatensong-Auswahl. La, 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 la. Leichter. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Maike ist zurück in der Villa. Ja, war nicht so. Ich habe mir das Gespräch anders vorgestellt. Wie denn? Ich fand es richtig gut, ehrlich gesagt, für die Bedingungen, die da waren. Aber es war trotzdem ein gutes Gespräch und ein wichtiges Gespräch. Aber ja, wir wissen beide, dass das gerade so eigentlich das finale Gespräch war. Ist spannend, weil ich habe da nicht so das Gefühl. Und Lea hat das ja auch am Ende eigentlich nicht so gesagt. Und auch Maike, weiß ich nicht, hat da also dahingehend auf alle Fälle kein klares Wording benutzt, was wir gesehen haben. Vielleicht wurde es rausgeschnitten, das weiß man ja nie, ne? Ist halt ja, auf jeden Fall vorbei. Hast du denn jetzt beschlossen zu gehen? Ja. Ich finde es spannend, weil Lea davon, glaube ich, gar nichts weiß. Also die hat ja keinen blassen Schimmer von, dass Maike jetzt gehen will. Sonst hätte sie ja nicht gesagt, ich denke da jetzt nochmal drüber nach. Also klar, kann man das immer entscheiden, aber das so an dem Gespräch abzuleiten, finde ich jetzt irgendwie, also ja, ich hätte es auch gemacht in dem Sinne, aber ich hätte es dann auch in dem Gespräch klar kommuniziert. Anscheinend wollen wir nicht das Gleiche. Viel Erfolg dir noch im Leben. Ich wünsche dir alles Gute. Also wisst ihr, das ist ja, das war ja nicht so eindeutig. Ach, Scheiße. Ja, gute Nacht und guten Morgen, würde ich sagen, ne? Einen Tag später. Gestern war nicht so ganz der Schlussstrich. Ich glaube, wir hatten beide nicht so richtig die Eier in der Hose. Nee, ich glaube, Lea hatte einfach gar nicht den Sinn danach, irgendwie das Ganze zu beenden, sondern die wollte eine Lösung finden und das Verhalten verstehen. Auch wenn es richtig wehtun wird, ist es die richtige Entscheidung, das zu beenden. Ja, das sehe ich auch so, ehrlich gesagt. Also da muss ich Maike wirklich recht geben. Ich hoffe, dass es jetzt auch passiert, ehrlich gesagt. Weil ja, es ist die richtige Entscheidung, das zu beenden. Ich bin sehr froh, dass ich gestern mit Maike sprechen konnte. Für mich hat das wirklich einiges an Klarheit gebracht. Ja, fragt sich nur welche, ne? Und freue mich jetzt einfach nur, meine beiden Liebsten gleich in die Arme zu schließen. Ja, bitte. Die sollen jetzt mal ein bisschen Bums in die Bude bringen und ja mal sagen,
Was ist eigentlich los? Meine beiden Liebsten sind Fiona und Ramona. Sehr cute, Leute. Ich freue mich doch immer, wenn FreundInnen kommen oder Familie, weil ich finde so ein bisschen, dass man da auch mehr von der Person erfährt, also von der Princess in dem Fall. Es sind ganz, ganz tolle Frauen dabei. Ja, und außerdem auch alte, bekannte Gesichter, die auch die Freundinnen kennen. Ich bin auf Maike getroffen. Ja, die Reaktion ist, würde ich sagen, eindeutig. Auch interessant. Marleen, die dir vielleicht noch ein Begriff ist. Spannend, die Story kennen wir nämlich, glaube ich, noch gar nicht so. Letztes Jahr mal kurz beim CSD. Frau aus dem Bus. Die Frau aus dem Bus. Können wir bitte die Geschichte dazu hören? Weißt du, was ist denn da passiert? Die Frau aus dem Bus. Mit Maike bin ich gerade wieder in so einem avoidant anxious Tanz gelandet. Scheiße. Ich wollte es fast nicht sagen, ne? Aber jetzt hat es Lea selber angesprochen. Für mich wirkt es halt wirklich auch genauso. Es wirkt einfach so, als wären da ganz viele, ja, Attachment-Wunden, wie man das nennt. Also, dass da ganz viel in der anderen Seite so hochgeholt wird durch die andere Person. Eine Person geht dann in die vermeidende Rolle und die andere in die ängstliche. Und das hat man, finde ich, jetzt so retroperspektiv bei dem Gespräch auch ganz gut gesehen. Lea hatte Tränen in den Augen, als Maike gesagt hat, sie will das jetzt so nicht mehr. Sie will keine monogame Beziehung. Und Lea hat den ängstlichen Part in dem Fall übernommen. Die will eigentlich ja eine monogame Beziehung, aber lässt sich jetzt hoffentlich nicht darauf ein, ihre Bedürfnisse über Bord zu werfen, weil, wie Maike gesagt hat, es ist wichtig, über Bedürfnisse zu reden und beide Bedürfnisseiten haben auf alle Fälle Validierung verdient. Und da bin ich jetzt einfach sehr vorsichtig. Und Ramona fragt sich natürlich, ist auch bei Maike in der Zwischenzeit was passiert? Und daran erkennt man, ah ja, okay, anscheinend war das genau das Problem letztes Jahr. Und das macht ja natürlich Sinn, dass Maike dann als der avoidant Part das plötzlich beendet hat. Also das ist ganz typisch, dass dann die Person, die dann Angst vor dem Commitment, vor der Nähe hat, dann sagt, nee, stopp, ich kann das jetzt nicht mehr und sofort alle Stricke abreißt. Ne? Und das ist natürlich der blanke Horror für die anxious person. Seid ihr die Neuen? Surprise, surprise. Ja, da geben die beiden sich doch mal als die Neuen aus, ne? Stellt euch das mal vor. Da ist einfach nur die Kacke am Dampfen. Wir schicken jetzt zwei Neue rein. Eigentlich wär's geil. Das wär's. Und dann nochmal mehr Folgen. Nochmal Leute zum Rummachen, Leute. Hallo, ich bin Ramona. Ja, und Maike scheint die schon zu kennen, ne? Überraschung, Überraschung, auf jeden Fall. Da kamen zwei bekannte Gesichter in die Villa rein. Ja. Vielleicht können wir sagen, das ist ein kleiner Spaß gewesen. Auflösung. Spaß. Wir kommen im Auftrag von Lea. Wir dürfen ein Date für Lea heute raussuchen. Ah. Und deswegen werden jetzt alle interviewt. Aber Lea hat den Auftrag gegeben, bitte nehmt die nicht zu sehr ins Kreuzfeuer. Naja, ob das geklappt hat? Hast du das Gefühl, ihr knüpft jetzt da an, wo ihr letztes Mal aufgehört habt? Ich glaube, dass es schon irgendwie eher so ein Neustart gewesen ist, statt ein Anknüpfen. Mhm. Aber ich glaube, Kommunikation war ja letztes Jahr nicht so meine Stärke. Ja. Die sind auf alle Fälle im Bilde, was Maike betrifft. Ich bin gerade noch so ein bisschen in der Schwebe, was das genau bei Lea und mir sein kann. Ich glaube, das kannst du auch an dem Zeitpunkt noch gar nicht sagen. Die Anziehung ist auf jeden Fall da. Ja. Also ich bin nicht geküsst von ihr bisher, ein paar schon. Was eigentlich mit Kathi? Denke ich mir schon so lange, die wäre doch eigentlich, haben wir auch beim Massagedate eigentlich gesehen, die wäre doch Opti für Lea. Aber vielleicht ist er keine Chemie, ne? Vielleicht genau deswegen, weil sie nicht avoidant ist. Ich möchte mich gerne emotional auf sie einlassen. Grundvoraussetzung, würde ich sagen. Und dann gibt es natürlich die wichtige Frage, monogam, poly, offen. Monogam ist mir auch erstmal am Anfang super wichtig. Ja, genau, dass ja einfach wichtig ist, dass man auch einfach Fokus setzt auf die Person. Ich möchte schon auf jeden Fall eine offene Beziehung haben. Ja, und Maike droppt es jetzt auch nochmal vor den beiden. Und die Reaktion ist, mich würde mal interessieren, ob das wirklich die echte Reaktion war oder ob das jetzt einfach von irgendwo reingeschnitten wurde. Lea hat auch gesagt, dass sie in der Zukunft da schon offen für wäre. Ich glaube, sie wird es jetzt nicht unbedingt ausschließen, aber es hat für sie halt gerade aktuell gar keine Prio. Danke dafür nochmal. Ja, und da muss man warten, ne? Ja, Maike, ich muss sagen, ich habe mich auch ein bisschen gefreut, sie zu sehen. Aha. Ich mich auch, sie war nahbarer, als sie jemals war. Ja, und jetzt passiert was, Leute, was ich nicht verstehe. Plot-Twist. Bisschen. Maike sitzt super irritiert da und irgendjemand meint Plot-Twist. Ja, aber ist doch vielleicht... Ist doch gut, dann kannst du noch weiter gucken. Also ich muss sagen, ich bin wirklich low-key sauer, dass hier anscheinend irgendwas rausgeschnitten wurde, weil es ist offensichtlich. Da ist irgendwas passiert, was andere aus der Gruppe denken lässt, hier ist ein Plot-Twist. Oder ich bin einfach nur dämlich und habe das gerade anhand der Interviewszenen nicht gecheckt, weil ich weiß
tatsächlich nicht, was daran ein Plot-Twist sein soll. Also das, was die gerade beredet haben, ist für mich kein Plot-Twist. Ergo, es wurde hier was richtig krasses rausgeschnitten. Und das macht mich saui. Saui as fuck, weil ich mir denke, wie sollen wir hier überhaupt noch mitkommen und irgendwas verstehen, wenn alles so aus dem Zusammenhang gerissen ist? Also sorry, das macht doch keinen Spaß. Ich kann doch jetzt nicht hier bleiben, Leute. Also, wieso denn nicht? Naja, wer bekommt denn jetzt das Date? Hier fühle ich von jeder Zelle. Ich glaube, von allen hat sie so zumindest Lea am besten wahrgenommen, ne? Ja, wer ist es denn jetzt geworden? Wir haben uns für Kathi entschieden. Kathi. Yeah. Ich glaube, wenn ich die Freundin von Lea gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, auch Kathi genommen. Oder Sarah. Das sind, glaube ich, so die Leute, die es wirklich auch mit am ernstesten, zumindest aus meiner Wahrnehmung, meinen und die irgendwie bereit wären, sie wirklich kennenzulernen. Und das sieht doch mal nice aus. Boah, da wäre ich jetzt auch gerne. Boah. Das war eine schöne Überraschung. Ich wollte gerade sagen, ob du überrascht bist. Bisschen, aber irgendwie auch nicht. Es ist auch spannend, wen die FreundInnen aussuchen. Das Ding ist nur, Leute, die Person, die FreundInnen bei Princess, Prince, Charming, whatever aussuchen, die wird's nie. Die wird's nie. Und jedes Mal denke ich mir, FreundInnen wissen's meistens besser. Es ist so, wenn die dich gut kennen, die wissen's. Weil die nicht dein Bindungsmuster-Intus haben. Die wissen, wer dir gut tut. So. Hi. Hi, freu mich. Ich mich auch. Ja, und jetzt, Leute, passiert Folgendes. Ich bin gerade ehrlich gesagt viel, ne? Viel. Boah, Kathi, ne? Kathi ist die Person, bei der sich Lea anscheinend direkt öffnen kann. Eigentlich ein gutes Zeichen, Leute. Und ja, habe echt auch ein ziemliches Gefühlschaos. Glaube ich dir. Ich kenne so Situationen, weil ich selber auch in solchen Situationen sehr oft gelandet bin und dann so eine Therapeutin-Rolle irgendwie auch ein bisschen annimmt. Also ich verstehe das, dass Lea sich so fühlt, ne? Aber die haben jetzt ein Date und es geht halt um diese Feelings. Und irgendwie finde ich es schön, aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es genau zu dem Gegenteil führen wird, von dem, was man vielleicht eigentlich annehmen würde, wenn man sich öffnet, bei einer Person, also Lea, die anscheinend sehr auf vermeidende Personen steht. Also alle Leute, die quasi ihr Ablehnung geschenkt haben, die findet sie eigentlich noch toller, wenn jetzt jemand quasi Nähe zulässt und sich ihr annimmt und sie sieht, sorry Leute, das wird wahrscheinlich zum Gegenteil führen. Und zwar, dass sie so denkt, da ist keine Anziehung. Gleich. Boah, Kathi, ne? 10 von 10. Wirklich. Die hat so viel Kappas und wirkt so in sich ruhend und safe. Love it. Ich bin einfach gerade nur noch maximal verwirrt. Ich glaube, Kathi ist auch maximal verwirrt, weil sie denkt, hey, was geht eigentlich ab? Die weiß ja auch gar nicht so richtig, was passiert ist, ne? Also, es geht natürlich um Maike, Leute, ist doch klar. Weil dieses Gefühlschaos eben auch dem geschuldet ist, dass ich ja, jetzt dann zu viel Zeit habe nachzudenken und wenig Zeit zu handeln. Ist das so? Weil eigentlich geht ja da der Handlungsprozess relativ schnell. Also man muss ja schnell handeln dort. Jeden Tag fliegt ja gefühlt, also jetzt diese Staffel nicht, aber es ist ja schon schnell so alles. Und ich deswegen fast schon analytisch auf einmal daten muss, ja. was ich halt normalerweise überhaupt nicht mache. Ich bin wirklich ein totaler Bauchmensch. Deswegen vorhin auch dieses, ich will Leichtigkeit und lass jetzt einfach gucken. Aber im Endeffekt ist das ja nicht unbedingt analytisch, wenn man gewisse Voraussetzungen hat, Standards nenne ich jetzt einfach mal, und sagt, okay, wenn jemand nicht das Beziehungsmodell führen möchte, wie ich es will, dann ist hier meine Grenze. Und das passt irgendwie nicht zusammen, dann müssen wir da jetzt an der Stelle auf alle Fälle getrennte Wege gehen. Das hat nichts mit analytisch zu tun, sondern mit einem sehr integrierenden Verhalten. Also, dass man seine Werte anschaut und denkt, passt das zu meinen Werten? So, ohne das andere zu bewerten, aber dass man seine Werte sieht und anerkennt und nicht darüber hinweggeht, nur weil man es gerade fühlt. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, ich bin jetzt in dem ängstlichen Modus, die andere Person zu verlieren. Also scheiße ich komplett auf meine Bedürfnisse. Und da sei das Konzept mal jetzt kurz ignoriert, auch wenn das nicht ganz geht, I know. Aber in dem Fall könnte das in jeglicher Situation sein. Natürlich ist das Konzept verschlimmernd für alles. Also es verstärkt alles. Und ich frage mich so ein bisschen, warum man sich dafür entschieden hat, das so zu handhaben als Produktion. Weil ja niemand hier wahrscheinlich mit einem positiven Gefühl rausgeht, außer vielleicht Lucia und Celeia, die jetzt happy zusammen sind, so, aber sorry, das ist doch für alle irgendwie scheiße, oder? Ich würde mich so gern einfach jetzt fallen lassen und irgendwie Spaß haben und ich mich dann auch dafür verantwortlich fühle. Ja, das kann ich auch verstehen. Ich glaube, als Princess ist das ziemlich schwierig in der Rolle. Und hier haben wir einen Punkt, der, glaube ich, voll wichtig ist bei Lea. Ich glaube, Lea fühlt sich sehr schnell für Dinge verantwortlich und ich kann mir auch vorstellen, dass das der Grund ist,
warum sie diese Rolle so ernst nimmt. Die will die richtig gut machen, die Rolle. Und der fliegt alles um die Ohren. Die ist fertig mit den Nerven. And I totally get it. Verstehe ich. Vielleicht ändert es auch nochmal was. Wenn wir hier einfach nochmal jetzt mit einer anderen Erwartungshaltung rangehen. Wir sitzen hier, können ein bisschen Club-Sandwich essen und lassen es uns gut gehen. Kathi ist wirklich ein Engel, ne? Aber es tut mir auch so leid, weil sie jetzt so die Therapeutin-Rolle einnimmt. Habe ich hier so eine halbe Träne im Auge. Mhm. Steht dir. Wie toll. Wie toll, ey, so ein Fels in der Brandung, die Kathi. Ich wünschte, dass ich jetzt denken würde, die Princess denkt so, wow, Kathi, meine Freundin, die hat so einen guten Riecher, das ist ja so eine tolle Frau, die wäre ideal für mich. Vielleicht sollte ich dem mal nachgehen und die kennenlernen. Ich hoffe, sie hat es mir nicht übel genommen, dass ich mich da so geöffnet habe und sie vielleicht auch damit belastet habe. Es ist, glaube ich, nicht so die Rolle, die Lea gewohnt ist, ne? Sich so verletzlich zu zeigen. Aber maybe that's the way. Ich habe es gedroppt auf jeden Fall. Konnte es nicht für mich behalten. Was hast du gedroppt? So, dann gibt's noch mal die Brüste-Story, ist doch klar. Dass du meine Brüste gesehen hast? Da waren auch ein paar neidisch. Ja? Wer war da neidisch? Alle. Das will sie ja natürlich wissen, wer da neidisch war, ne? Maike nicht. Die hat, glaube ich, nicht mitbekommen, ne? Alle. Okay. Und es ist irgendwie süß, dass Kathi sie so charmant auffängt. Also, dass sie jetzt so Witze macht und sagt, ey, alle waren neidisch, dass ich deine Brüste gesehen habe. Vielleicht packe ich die heute Abend nochmal aus. Ich wäre eh dafür, dass das mal in der Gesellschaft ein bisschen ankommt, dass auch Frauen ihre Nippel zeigen dürfen. Ich hätte auch direkt Free the Nipples reingebracht. I would love it. Es ist eh irgendwie lächerlich, dass man das so sexualisiert. Haben ja auch voll viele Mütter da stillende Personen einfach Probleme mit, wenn sie ihr Kind halt stillen. In der Öffentlichkeit. Möchtest du dein Club-Sandwich mitnehmen? Ich nehme mein Club-Sandwich sehr gerne mit. Okay. Jetzt hat sie schon wieder diese Lehrerin-Rolle, finde ich. Dann mach's gut. Danke, dass du da warst. Und guten Appetit, ne? Und tschüss. Wir sehen uns. Tschüss. Ciao. Wir sehen uns. Das ist kein gutes Zeichen als Wording, wenn ein Date endet. Bin jetzt schon traurig. Es wird sie rauskicken. Ich weiß es einfach. Aber Lea war nicht so gut drauf. Sie war sehr traurig, ja. Echt? Warum? Ja, weil es halt einfach nicht gut geht. Nein. Ja, wie soll es auch anders sein, ne? Also, auch wenn man, glaube ich, die Verletzung vermeiden wollte, es war einfach einen Tacken zu spät, ne? Gefühle sind jetzt schon da und deswegen tut das jetzt alles weh. Ich die ist voll im Film jetzt. Cheers to the queers. Ja, dann ist auch mal wieder ein bisschen Zeit für Party, ne? Mir geht's viel, viel besser. Ja, Shoutout geht raus an Kathi, ne? Ich glaube, die hat da vielleicht ein bisschen zu beigetragen. Hallo! Hi! Hi! Mein Auftritt. Mariam wieder, ne? Siehst toll aus. Süß. Und dann schauen sich alle Kinderfotos an von früher. Und das finde ich ja so cute. Wirklich, endlich erfährt man auch mal über die Kandidatin jetzt mehr. Ich bin das mit dem dicken Kind, also das ganz junge Kind. Das Baby auch. Das Baby, das ganz junge Kind. Ja, und hier merkt man, die Princess ist jetzt wirklich ein bisschen wieder runtergekommen, ist jetzt auch wieder so in ihrer humorvollen Seite. Mich erinnert es ein bisschen an das Date, was sie mit Lucia und Inchi hatte, wo sie da auch so Witze gerissen hat, ne? Und was man sonst gar nicht mehr so doll gesehen hat, weil alles sehr ernst war. Das war so mein Liebstes auch in der Kindheit. Und das ist Hang, Leute, mit einem ferngesteuerten Auto. Ich wollte kein Mädchenspielzeug. Wie man sieht, ich auch. Was ist schon Mädchenspielzeug und Jungsspielzeug? Ich glaube, wir müssen es halt einfach mal lassen, Dingen Gender zuzuordnen. Es gibt keinen Mädchen- oder Jungenspielzeug. Es gibt ferngesteuerte Autos und es gibt Puppen und es gibt sonst was für Kinderspielzeug. Aber dass das für Mädchen oder für Jungs ist, ist ja der Knackpunkt. Ist es nicht. Ich hatte immer schon gute Laune, auch als kleines Kind. Kathi. Und Laura. Laura, oder? Hey, Laura. Ja. Ganz große Augen hatte Laura. Richtig, richtig süß. Ja, jetzt wird's peinlich. Ich finde, man erkennt sofort, wer es ist. Oh. Ist das Maike? Ja. Es war eine wilde Phase, da bin ich tatsächlich immer über mein Fenster, über die Garage abgehauen. Oh, wow. Und hab dann erstmal Kippen geraucht mit meinen Freunden. Ja, ganz cool, ey. Rauchen ist scheiße, Leute, wollte ich an der Stelle nur sagen. Ja, bei Maike hat sich seit der Kindheit vom Verhalten her dann nicht so viel verändert. Die hat es schon immer faustdick hinter den Ohren gehabt, glaube ich. Und das ist spannend, dass die Princess das jetzt im Einzelinterview sagt, weil ich finde, sowohl bei Maike als auch bei Lea merkt man so kleine passive Mikroaggressionen, würde ich es nennen. Wie bei Maike davor, dass sie so sagt, das macht mich schon fast sauer, oder dass sie dann so zu Marleen guckt. Und jetzt hier bei Lea dieses, ja, die war ja schon immer so, die hat es faustdick hinter den Ohren. Und das soll natürlich lustig sein und ist es kind of auch, aber da ist so eine krasse Chemie, weil die beiden eigentlich sich gar nicht das geben können, was sie wollen und dadurch natürlich niemals Nähe entstehen wird. Punkt. Fertig aus. Steht dir voll die langen Haare. Ich liebe deine Locken. Ich habe wirklich meine Haare lieben gelernt, weil ich habe ja diese unfassbar schönen Locken. Hey, bold. Ja, hast du wirklich.
Ja, was? Mariam checkt gar nicht, warum jetzt alle so lachen. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Hä? Oh, da ist Sarah, ich finde, das erkennt man sofort. Ich möchte diese Schultüte sein auf dem Bild. Musstet ihr eure Schultütenfrau auch selber machen? Ich habe eine mit Katzen, ist doch klar. Not gonna lie. Komm her. Wie du die auch so. So halt auch meine, ne? Frauen. Ja. Das finde ich irgendwie auch spannend, dass Lea so super direkt mit Sarah vor allem flirtet. Aber ich glaube halt auch, weil sie sich bei Sarah sicher fühlt. Ich war immer brav. Bist du jetzt nicht mehr brav? Immer noch. Schade. Nur für dich bin ich anders, wenn du willst. Ist spannend, dass das vor den anderen stattfindet, ne? Aber irgendwie finde ich es lustig. Ja, und dann gibt's einen Talk mit Marlene. Wie geht's dir denn? Ja, wie geht's dir denn? Diese Kamerasituation halt auch dafür sorgen, dass ich mich dann halt leider auch gerade, wenn ich mit dir bin, wenig authentisch fühle. Wenn man mehr Zeit zu zweit verbringt, wird es dann auch mehr entspannter. Ich kann mir vorstellen, dass Marlene dieses Princess Charming-Projekt vielleicht doch nicht so geil findet, wie sie es vielleicht am Anfang dachte. Kann ich komplett verstehen. Es ist auch auf alle Fälle eine Ausnahmesituation. Wir müssen ja auch nicht immer sprechen. Hä, und ja klar findet Lea das gut, Leute. Weil da ja keine richtige Nähe dann ist. Also, wisst ihr, was ich meine? Die kann ja jetzt nicht entstehen dann. Ich finde es schon arg auffällig, dass es immer so ist. Aber I don't know. Dann gucken sich beide ein bisschen länger an. Und dann sagt Lea Folgendes. Gut, also entweder wir gehen jetzt zur Badewanne oder wir gehen zurück. Gerne zur Badewanne. Okay. Die Badewanne ist jetzt the place to be, diese Staffel, ne? Oder not to be, wie auch immer man das sieht. Ah, wird rumgeknutscht. Leute, ist doch klar. Es wäre lustig, wenn mal einer nicht rumknutscht in der Badewanne. Darf ich dich entführen? Ja, und dann geht's Schlag auf Schlag bei der Princess. Die holt sich jetzt eine nach der nächsten zum Reden. Ich bin hier so ein bisschen an meine Grenzen gestoßen, was mein Urteilsvermögen angeht. Ich würde schon sagen, dass ich auch mit dir flirte und ja, schon. Auch du mit mir flirtest. Ich bin schon, dass ich mit dir flirte. Ich finde irgendwie, die zwei haben was zusammen. Ich weiß nicht warum, aber Lea hat so eine ganz andere Rolle auf einmal. Und irgendwie finde ich das richtig schön. Also ich habe das Gefühl, dass sie hier mit Sarah auf alle Fälle entspannt. Sie entspannt total mit Sarah. Und ich finde es, glaube ich, ganz gut, wenn Lea mal entspannt und nicht so versucht, alles unter Kontrolle zu behalten. Ich flirte schon auch gern mit dir. Ja? Kriegst du noch einen Kuss? Wohin? Dir? Auf den Mund. Ich weiß, was es ist, Leute. Bei Sarah kann Lea mal Verantwortung abgeben, habe ich das Gefühl. Das konnte sie bei Kathi auch so ein bisschen. So, und hier habe ich aber das Gefühl, ist es auch nicht ganz so einseitig. Jetzt knutschen die. Der Kuss war geil. Och, Sarah, ey. Der wünscht sich's eigentlich. Wirklich. Darf ich dich kurz entführen? Ja, gerne. Ja, wir haben den Plot-Twist verpasst. Ich komme nicht mit. Was ist da los? Ja, das fragen wir uns, glaube ich, alle, was da los ist, Maria. Sieht man nicht, was ich für ein Stern bin? Ach so, das meinst du. Echt Tomaten auf Augen. Ich liebe die Sprüche von ihr. Wie geht's dir? Besser. So viel besser. Gestern war hart, oder? Gestern war super hart. Für mich auch. Mhm. Was ich dir heute gerne sagen möchte, ist, ich genieße deine Anwesenheit sehr. Ich freue mich einfach extrem, dass du hier bist und wir das irgendwie zusammen machen. Gestern hat mir auch noch mal gezeigt, wie gut ich mit dir reden kann und dass du total empfänglich für sowas bist. Kurze Rückblende zu vorhin. Wir wissen beide, dass das gerade so eigentlich das finale Gespräch war. Ist halt ja, auf jeden Fall vorbei. Ich fühle mich jetzt verwirrt. Ja, fühle mich reingezogen in die Scheiße von außen. Ich habe einen ekligen Orangensaftmund, aber ich würde dich gern küssen. Bin mir sicher, wir kriegen noch eine Erklärung dafür. Bin mir sicher. Ich kann darüber hinweg. Ja, ich versuche einfach, das irgendwie einfach zu genießen. Also diese ständigen Sinneswandel, die man irgendwie nicht nachvollziehen kann, finde ich irgendwie irritierend. Es ist einfach irritierend. Ich weiß nicht, wie man da als Zuschauer eine Person mitkommen kann und wer sich das irgendwie ausgedacht hat, weil es wirkt auch so, als wäre da halt doll viel geschnitten. Das fühlt sich irgendwie so komisch an, dass ihr hier eure Position nicht ändert und ich euch immer so abgreife, aber irgendwie genieße ich es auch. Genau diese Momente meine ich, die finde ich immer massivst unangenehm bei diesen Formaten, weil ich mir so denke, an den Momenten merke ich so, das ist nicht stimmig, dieses Konzept. Das ist einfach so weird. Es wirkt halt so, als hätte man so heteronormative, patriarchale Muster auf so ein queeres Format gepackt, das eigentlich dafür gedacht war, dass so ein Dude sich irgendwie so die Frauen nacheinander abgreift und dann so aussucht, wen er so haben will. Und das packt man so hier drauf und es crasht einfach komplett. Es fühlt sich einfach weird an.
weird. Gerne. Kommst du mal mit? Danke, gerne. Ja, Maria war auch so weird. Gefallen, muss ich ehrlich. Also. Und was ich auch schön finde, ist, dass Lea Christine nochmal nachfragt, weil in der letzten Folge haben wir gesehen, da gab es einen harten Kuss. Da gab es vorher schon den Konsens zum Kuss, aber jetzt nicht für so einen, ich sag mal, dominanten Kuss, wo Christine an die Wand gedrückt wird. Da dachte ich mir auch danach so, hätte das eigentlich als übergriffig gewertet werden können? Und genau den gleichen Gedanken hatte Lea auch, aber... Gerne wieder. Ich bin sehr dankbar dafür, dass Christine sich dabei wohlgefühlt hat. Ich würde dich gerne küssen. Sehr gerne. Da wird dann rumgeknutscht. Nur ich bin gefrustet. Der eine kommt und sagt, ich habe einen Kuss ergattert. Das war ja wie bei der Playboy-Menschen. Es ist ja auch ein bisschen so, ne? Das ist ja genau das Prinzip, was ich gerade gesagt habe. Ich hoffe, die Produktion, der Sender, alle Menschen, die in diesen Machtpositionen sitzen und das bestimmen, sehen das und denken sich, ja, das war jetzt längst überfällig, dass wir Princess Charming nicht mehr machen, sondern Charming Girls oder Queer Charming. Are you the one in queer? Das would be my favorite. Das war so schön. Ja, die Princess fand es schön. Mariam findet es immer noch weird. Und Maike sitzt jetzt auf der Badewanne mit Marleen. Ich ärgere mich total. Warum? Dass ich gerade so ein Weichei war. Aber ich wünschte, dass ich einfach wieder so ein bisschen People-Pleaser-mäßig unterwegs bin. Also hier ist auch schon wieder eine Schnippelei passiert, ne? Da steht unten drunter ein Nicht, was Maike nicht gesagt hat. Also da wurde irgendwas wieder verschnibbelt. Weil es sagt sie nicht. Sie sagt, dass ich einfach wieder so, nicht, dass ich nicht einfach wieder so. Und wenn wir dem jetzt so Glauben schenken, was der Schnitt uns zeigt, dann können wir es einfach nicht nachvollziehen, was da gerade passiert ist. Also es ist ein Hin und Her. Es gab einen Plot-Twist, den wir nicht mitbekommen haben. Schon in der letzten Folge gab es so auf einmal so eine 180-Grad-Kehrtwende, die ja auch Lea verbalisiert hat. Also das scheint anscheinend wirklich aus dem Nichts gekommen zu sein. Und jetzt auf einmal war ja eigentlich wieder alles okay. Und auch Maike war zuckersüß mit Lea und hat ja selber sogar gefragt, ob sie sie küssen darf. Also das ging ja gar nicht von Lea aus in dem Moment. Und dann ist sie jetzt People-Pleaser-mäßig unterwegs. Oder hat man das jetzt hier verschnibbelt, um ein Hin und Her zu gestalten? Und das ist eigentlich gar nicht so, dass sie so ein Weichei war. Worauf könnte das noch passen? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß nicht, warum man das macht, weil es macht, ehrlich gesagt, keinen Spaß. Das ist kein Spaßi-Spaß mehr hier. Ja, ich fühle mich halt ein bisschen wie ein Clown gerade. Ich fühle mich hier gerade auch wie ein Clown. Ich glaube, die Produktion ist clownering us all. Wirklich, die verarscht uns alle. Wenn Lea sagt, dass ich die Kette behalten darf, dann wäre das schon wohl eine Antwort für mich auf unser Gespräch gestern und meine Bedürfnisse. Ich frage mich wirklich, was passiert ist, dass auf einmal doch nicht mehr the state of mind ist, ich gehe auf alle Fälle, das passt gar nicht und wir müssen das jetzt beenden, das ist für uns alle am besten zu, naja, wenn sie mir die Kette gibt, dann ist es doch ein Ja zu meinen Bedürfnissen. Also da stimmt hinten und vorne was nicht, Leute. Irgendwas ist da komplett faul. Das kann mir wirklich keiner erzählen, dass da nicht irgendwas ist, was wir alle nicht wissen. Sorry to say this, aber da ist irgendeine Unehrlichkeit. Ich weiß nicht von wem, von der Produktion, von, also hier ist auf alle Fälle, da lege ich meine beiden Beine hin, für ins Feuer. Hier ist was faul. Hier ist definitiv was faul. Und es kotzt mich an. Jetzt bin ich wütend. Silvi, hier, ich bin wütend. Nicht mal die Princess. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich dich da hinten zu lange stehen lasse, du ein bisschen zu viel Zeit hast nachzudenken. Ich möchte, dass du die Kette behältst. Und wenn du das auch möchtest, dann kannst du dich da jetzt ganz schnell wieder einreihen. Es tut mir unfassbar leid, ich musste die Kette heute leider abnehmen. Ja, ist gut. Laura denkt sich schon seit letzter Folge, wann mache ich meinen Barista-Kaffee wieder zu Hause, weil das ist mir hier echt zu viel Heckmeck. Mir geht's gut, mein Herz ist voller Liebe, es ist alles in Ordnung. Ich glaube auch, Laura war sehr wichtig für die Villa, für die anderen teilnehmenden Personen. Und ich bin sehr froh, dass sie dabei war. Wirklich auch eine der sympathischsten, meiner Meinung nach. Kommt her! Oh, die Mutti! Hä, und wie Sarah hier noch so Side-Eye nach links macht zur Princess, da ist so schon wieder Flirty Murdy am Start. Du bist irgendwie relativ schnell auch so hier zu meiner Safe Zone geworden. Ja, und auch Hang muss jetzt leider gehen. Wahrscheinlich geht's dir ähnlich. Ich musste die Kette heute leider abnehmen. Ich wünsche dir das Allerbeste. Die war auch, finde ich, eine derjenigen, die wie so eine Fels in der Brandung war. Und danke dir. Tschüss, Hang. Mariam, ich schätze deine Persönlichkeit, deinen Mut, dich so zu zeigen, wie du bist. Für einen romantischen Weg mit dir kann ich mich hier nicht entscheiden. Was Leute an sich haben, egal ob es die Figur ist oder die Persönlichkeit als mutig zu bezeichnen, ist immer so ein bisschen Anti-Kompliment. Auch wenn man das selber nicht so meint, weil natürlich
Man empfindet Dinge vielleicht als mutig, so, weil man so denkt, ich würde das nicht können. Das ist ja auch selber immer so eine Projektion da drauf. Man sagt, boah, mit der Figur würde ich mich nicht so trauen, rauszugehen. Ich habe die vielleicht selber und finde das total stark, wenn das jemand macht. Das steckt so dahinter. Aber es ist auch ein bisschen mit reingepackt, so dieses, ja, ich würde es halt nicht machen an deiner Stelle. Ne? Deswegen ist es mutig. Deswegen ist es im Endeffekt nicht mutig, aber ich verstehe das schon, weil ja, leider ist es ja tatsächlich in dieser Welt mutig, sich so zu zeigen, wie man ist. Aber eigentlich finde ich, ich mache das nämlich auch manchmal, deswegen, es geht auch an mich so. Eigentlich ist es nicht mutig. Oder ist es doch mutig? Ist es mutig, das so zu machen? Eigentlich sollte, okay, sagen wir es so. Eigentlich sollte es nicht mutig sein. Aber vielleicht ist es doch mutig. Ja, wahrscheinlich ist es doch mutig. Okay, willkommen bei meinen Gedankengängen. Ich hoffe, dass wir als Freunde irgendwie zusammenfinden können. Sehr gerne. Ach, Mariam. Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Na eben. Du hast heute sehr dazu beigetragen, dass ich endlich wieder irgendwie ein sicheres Gefühl mit mir selber hatte. Ja, Kathi ist dran, Leute. Ich hoffe, ihr erinnert euch an meine Worte. Ich hoffe nicht, dass sie wahr werden. Aber ich finde die Musik hinten dran, ne, die Hintergrundmusik verrät uns auch schon oft, was abgeht. Ist da irgendwie dieser Funke, entsteht da irgendwie eine romantische Verbindung? Ich habe es aber leider nicht gesehen und ich habe es auch bei dir nicht so gesehen, dass du das für mich empfindest. Wie soll da auch irgendein Funke überspringen, wenn man jetzt nicht so viel Zeit miteinander verbringt, sondern fokussiert ist auf Leute, die eigentlich einem nur zeigen, Nähe ist hier nicht möglich. Zumindest nicht die, die Lea will. Just saying. Ich danke dir, dass du da warst, aber ich musste die Kette heute leider abnehmen. Ist okay. Aber wenn du mal in Innsbruck Bescheid hast, dann sag ich dir sehr gerne die Stadt. Ja, vielleicht kriegen wir noch eine Story danach von Kathi und Lea. Hm? Danke für die Zeit. Ach, Kathi. Dennoch hätte ich gedacht, dass wir dem Ganzen vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit geben. Ja, also ich glaube auch, in der Regel kann man auch solchen Sachen wie Dating auch mal einfach Zeit geben. Es muss nicht von Anfang an einen komplett so vom Hocker hauen, dass man den ganzen Tag an nichts anderes mehr denken kann. Das ist meistens, wenn man so extrem körperlich auch darauf reagiert, auf eine Person, die man zum ersten Mal trifft, meistens kein so gutes Zeichen. Weil die vermeintlichen Schmetterlinge im Bauch sind dann keine Schmetterlinge, sondern Alarmsignale. Und das verwechseln Menschen, unter anderem habe ich das auch schon getan, oft gerne mal. Das ganze Bindungssystem wird aktiviert und sagt so nein, nein, nein. Und man denkt so, oh Gott, ich bin so aufgeregt. Diese Person, die bringt so viele Gefühle in mir hervor. Dabei ist es einfach nur, oh Gott, ich fühle mich unsicher. Ich fühle mich fucking unsicher. Und ja, das verwechseln wir dann gerne mal mit This is the one. Danke, dass ihr da seid. Ja, schauen wir rein in nächste Woche. Ich dachte so, es ist gut für dich, dass du dann gehst, ne? Ja, ich glaube, das dachten wir uns alle. Einzeldate mit Lea. Ich habe richtig Bock. Also ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich fühle mich low-key verarscht. Ja, das ist echt so viel, ey. Ich grabe nicht alles an, was nicht auf drei auf dem Baum ist. Wir auch nicht. Boah, ich bin echt sprachlos. Sorry, aber es geht zu weit. Ja, Leute, ich bin gespannt, was ihr jetzt in die Kommentare schreibt. Ich gehe jetzt gleich nach unten und gucke nach und schreibe mit euch. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Tschüss, Leute.